So. Oh Gott. Hi. Nimm das. Schleimbestie, versteck dich wieder. Ich brauch dich noch. So. Oh. Ja, gut. Schleimbestie müsste ich noch am Schlepptau haben. Ja, da hat er sich gelohnt. Nee, doch nicht. Da ist noch eine. Ja, mach doch den platt. Oder halt nicht. Jetzt hat es den platt gemacht. Man muss sich irgendwie erst wegdrehen, damit er die... was so? Hallo. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie ein Schuss von einem Gegner. Aber das war von mir. So, da hinten ist noch einer. Den machen wir jetzt natürlich auch noch platt. Zack. Ach, komm. Komm, kriegst du noch einen mit dem Schraubenschlüssel. Den Schlag. Ach so, ja, genau. Jetzt kommen die mit dem Aufzug runter. Die drei tollen. Oh, wo starte ich denn? Wieso starte ich denn so weit vorne auf einmal? Da sind die Kisten, die ich wollte. Die wollte ich noch holen. Weil da war auch Heilung drunter. Sehr gut. Oh, das war knapp. Der hat mich fast getroffen. Immer hier Bestie. Nom nom. Und da hinten auch eine Bestie. Kriegst du die? Ja, kriegst du. Wo ist der andere? Da war er. Oh Gott. Nimm das. Dankeschön. Und Aufzug. Hier lag Munition. Ja. Und Energie. Sehr gut. Kreisklingen haben wir bekommen. Ja, komm, dann ballern wir mal noch ein bisschen wild mit den Kreisklingen umher. Attacke! Man kann wirklich voll draufhalten. Die suchen sich die Gegner schon. Finde ich geil. Eigentlich wie jede Waffe hier irgendwo geil ist. Oh Gott. Mach mal hier Bestien. Dankeschön. Auch wenn eine Bestie gereicht hätte. Jetzt habe ich noch ein paar im Schlepptau. Ist doch sehr schön. Schmelzbombe. Ist hier noch ein bisschen Munition drin? Die bräuchte ich eigentlich am meisten. Dankeschön. Plasma Pirscher heißen die ja mittlerweile. Heißen die nicht, ja, ich glaube, die hießen vorher Bestien und jetzt heißen sie Pirscher. So, und das Schiff bringt uns irgendwo hin. Willkommen zu Rusty Pete's Piratenschuhe. Bitte während der Fahrt keine Haken oder Holzbeine über die Bordwand lehnen. Links sehen Sie den berühmten Nachtstern auf dem Sturm. Gott, ich bin erschrocken vor dem. Gut, komm noch mehr. Werf mal eine Bestie. Ach, da hockt noch eine. Dann bleibe ich hier hinten stehen, die macht er dann schon. Piratensender Hauptquartier. Aus dem Andromeda-System. Das war die Adolis-Tour. Bitte über die Planke laufen und einen schönen Tag noch. Ja, Rusty Pete, dankeschön. Und, oh Gott sei Dank, das zählt, glaube ich, als Checkpoint. Willkommen im Munition kaufen. Aufrüsten, können wir wieder was? Werden wir die Kreisklingen jetzt aufrüsten? Weil die sind schon toll. Mehr Munition, größerer Schaden natürlich. Dankeschön. Oh. Bist weit weg von Fastun noch, Max. Hi. Aber keine Angst. Wir schicken dich Hi. Kann ich die Munition wieder kaufen von hier? Nee, hat er mir natürlich... Au, abgeschlossen. Kacke. Aber du bist eigentlich kein Problem, weil ich habe ja noch genug Waffen. Vor allem, wenn ich dich jetzt tanzen lasse. Bist du auch kein Problem. Dann mache ich dir jetzt Schaden ohne Ende mit den... Aua, Granaten. Oh, und wenn ich ihm auch nicht Schaden gemacht habe, der geht ja nicht mehr drauf. Okay. Auf den Tanz meine ich jetzt. Wo war ich? Genau. Kreisling. Oh Gott. Explodiert das Ding. Oh Gott. Gut, dass mir das Ding jetzt nicht wirklich Schaden gemacht hat. Wow. Kann ich zurück zu meinem... Hallo? Oh, ich wollte zurück zu dem Typen. Ich brauche doch Energie. Ah, kacke. Ach, du bist auch wieder so ein Piratentürsteher und das bin ich... Ach, hallo. Ruvitron war auch noch drin und Energie. Ach, Gott sei Dank. Wenigstens ein bisschen. Du lässt mich nicht rein, ne? Oh, wieso nimmst du das Raritanium nicht mit, Ratchet? Verschwinde, Landratte. Okay, dann müssen wir wohl später nochmal hin. Kommen wir jetzt wohl noch nicht... Mein Schiff? Glaub mir, da müssen nur neue Batterien rein. Du hast doch keine Ahnung von Lombax-Technologie. Meine Mutter war eine Halb-Lombax. Ja, wir haben immer diese Dingsdangs aus Pappmaché gemacht. Ha! Zufällig bin ich ein Experte für Lombax-Geschichte. Und dieses Dings ist ein Zombie-Todesstrahlemitter, der alles Leben in der Galaxie auslöscht. Oh, und warum willst du dann Batterien reintun? Leute, seid doch mal 2 Sekunden still. Probleme? Okay, Schlaumeier, probier du mal. Nein! Es
ist der Zombie-Todesstrahl! Es ist wohl eine Karte. Warte mal. Das ist Rikan 5. Da muss das Geheimnis verborgen liegen. Ich sende euch die Koordinaten. Kommt so schnell wie möglich dahin. Ja, wir haben eine Karte gefunden. Koordinaten von Rikan 5 erhalten. Ja, Rikan 5. Dann wollen wir da wohl mal hin, wa? Da ist mein Schiff. Mein Schiff ist weg. Also, Miss Apogee ist mit dem Schiff abgehauen. Wie nett. Ah, da ist mein Schiff. Aber ich wollte jetzt erstmal gucken. Hier, Munition. Was können wir denn für dich tun? Aufrüsten können wir auch wieder, was? Nein, den Sturmwerfer wollte ich nicht. Ich wollte die Kreisklingen eigentlich machen, weil die sind gerade nützlicher. Mehr Bolts. Mehr Munition. Huch, was war das? Warum laggt das so? Gut. Gut. Hätten wir den Planeten vorerst abgeschlossen. Wir wollen hier bestimmt später nochmal hin, weil wir müssen ja nochmal in die Piratentüren rein. Merken wir uns auf jeden Fall. Und fliegen jetzt zu Rikan 5, würde ich sagen. Aus den Lava-Raffinerien von Rikan 5 stammt das Metall für die fortschrittlichsten Waffen und Rüstungen, die in der Galaxie verkauft werden. Auf dem Planeten gibt es außerdem klare Hinweise für die Anwesenheit von Lombaxen in der Vergangenheit, was das Interesse von Imperator Tachyon geweckt hat. Aha. Zwei goldene Balls gibt's hier. Ich finde momentan keinen einzigen. Ich denke, weil uns doch die Technologie fehlt. Teilweise. Und die tolle Ladescreen-Überbrücke. Raka, Sternhaufen. Sternhaufen? Oh, wir müssen wieder fliegen. Lenk, hüpf auf den Gefechtsturm. Oh, jetzt schon? Okay, dann hüpfen wir. Oh, das ist gemein. Wie sollte ich das denn kriegen? Sehe ich das jetzt noch? Nee, irgendwie nicht. Das ist gemein gewesen. Wie soll ich den Volt denn kriegen? Und zweiter beim Butterkuchen-Rezeptwettbewerb von Susi Süßwaren. Gebt das Artefakt zurück oder ihr geht über die Planken. Niemals! Ihr kriegt. Au! Ihr kriegt unser Artefakt nicht. So, gib mir Raritanium. Da. Ich kann jetzt natürlich nur schießen, mich nicht bewegen. Das ist jetzt irgendwie ungewohnt. Ich will ausweichen die ganze Zeit. Schiff, geh weg. Oh Gott, oh Gott. So. Oh Gott. Danke. So, das ist der große wenigstens weg. Die kleinen auch. Okay, die sind abgehauen. Wir haben keine Lust. Hier kommt doch bestimmt irgendwo so ein Ding zum Abschießen. Das lädt doch dazu. Da ist es. Oh, da oben ist auch eins. Oh Gott. Ich krieg beide nicht. Nein. Habe ich es doch noch gekriegt? Ich weiß es nicht. So, und jetzt muss ich fliegen? Okay, jetzt müssen wir fliegen. Oh Gott. Laser! Geht weg! Geht weg! Dankeschön. Oh Gott, was kommt denn? Oh, wir können den Cursor, wie gesagt, auf der Stelle stehen lassen. Und ausweichen und das Feuer schön auf eine Stelle fixieren. Das erleichtert alles, wenn man denn dran denkt. Oh Gott, von da unten links und rechts kommen überall Schiffe. Oh Gott, was geht hier ab? Oh oh, Lasertürme. Konzentriert das mal da drauf. Das scheint irgendwie wichtig zu sein. Zerstört das das ganze Schiff oder so? Ich würde es hoffen. Oh, oh. Da sehe ich ganz viele Raritanium-Container. Ich nenne es einfach mal Container. Weil das ist irgendwie nichts anderes. Raritanium und... ne? Bolts. Ah, wenigstens einen gekriegt bisher. Wunderbar. Oh. Oh. Geh weg. Hör auf mich zu beschießen. Hallo. Du hast nicht das Recht dazu. Danke. Gott, der Planet sieht nicht sehr einladend aus. Ich hoffe, Ratchet hat seine Sonnencreme dabei. Oh. Gott. Und da sehe ich ganz viele Container, die ich alle haben möchte. Nix Planke. Ich möchte hier Kohle sammeln eigentlich nur bei euch, weil die Level sind sehr gut zum Geld sammeln. So, da haben wir einen. Da haben wir einen und da haben wir einen. Und da haben wir das Secret, also den Golden Bolt eigentlich. Wenn wir den treffen, kriegen wir einen Golden Bolt. Aber ich habe ja schon zwei verpasst. Oh Gott, ein großer. Und da hinten kommt Container. Ich will doch die Container haben. Raketen haben wir auch. Oh, das sehe ich jetzt erst. Da, und da sehe ich schon, glaube ich, den nächsten Secret-Container. Da so. Oh Gott. Habe ich ihn getroffen? Ich habe keine Ahnung. Da ist er. Da, den haben wir auch. Okay. Ui. Nicht nett. Oh. Könnte das? Danke. Ja, mache ich. Ich glaube, ich soll die Dinger abschießen.
Ja, ich glaube, das gefällt dem Piraten nicht ganz, was ich hier tue. Oh, aua. Das war nicht so gut. Pakete, danke. Geh weg. Gott. Oh, das ist so eng hier und unübersichtlich und ätzend. So. Zerstören wir einfach alles, was uns hier in den Weg kommt. Bam. Auf jeden Fall epischer Flug über diesen Feuerplaneten, über diese Sonne. Oh Gott. Und ich liebe den Soundtrack von dem Spiel. Der ist toll. Ich habe keine Raketen mehr. Hat man nicht unendlich. Das ist noch. Hui! Ach ja, eine Rolle können wir auch schlagen. Habe ich ganz vergessen. Könntest du mal weggehen? Nein. Danke. Wir sind spät dran für den Yoga-Kurs in Sargasso Sams Meditationszentrum. Ja, genau. Wir gehen und Eisenschmidt Caruso kümmert sich um diese Ratte. Eisenschmidt Caruso? Bist du Eisenschmidt? Heißt du Eisen? Ja, ist ja Eisenschmidt, tatsächlich. Gut, gleiche Taktik wie beim ersten Boss. Ausweichen, Cursor auf eine Stelle fixieren und feuern. Ne? Also, nicht schwer. Überhaupt nicht schwer. Wenn man denn das mit dem Cursor nicht vergisst. Und einfach nur draufballern. Hui! Oh Gott. Und jetzt muss man noch aufpassen, dass man nicht in sein Feuer fliegt. Was er random irgendwo reinwirft. Also diese Kugeln da, die das Feuer hochwerfen. Und dann müsste man noch rausfinden, wie die Abstände sind, dass man da auch durchkommt, wenn man dann ausweichen muss. So, schießen wir ein paar Raketen auf den. Oh, oh, wieder nach links. Oh Gott. Na, oh Gott. Wenn er das jetzt noch kombiniert mit den Feuerwänden, ist das echt gemein. Oh, was kommt da oben raus? Ah, nicht nett. Nicht nett. Nein, 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 nein. Kann ich da durchfliegen und das macht mir nichts. Anscheinend. Cool. Oh, Feuerwände. Oh, links, rechts. Oh, rechts, links und so. Vertauscht. Egal. Oh. Oh. Gott. Oh, weich aus. Oh Gott. So. Zack, zack, zack. Jetzt kommen wieder diese Ringe. Oh. Gut. Gut. Oh, warum mache ich das? Nein, das war dumm. So, immer schön durch die Ringe fliegen, dann kriegen wir keinen Schaden. Gut, das wirft er die wieder. Ich müsste den jetzt endlich schon geschafft haben. Oh Gott. Oh Gott. Danke. Geschafft. 4 von 5 Bonus-Zielen zerstört. Schade, einer fehlt. Ich habe noch eine Verabredung. Stilpunkt erhalten. Yay. Und wieder eine Ladesequenz überbrücken. Juhu. Lava-Raffinerien, Raikan 5. Das verstehe ich nicht. Was denn für Nüsse? Hab ich die? Erkläre ich dir später. Und nein. So, und jetzt müssen wir uns da wieder auf diese Plattform retten. Und ausweichen. Hey, kümmerst du dich bitte um Aua. Und die haben schon ewig nicht mehr richtig gekämpft. Ja, mach ich. Pass einfach auf sie auf, ja? Ja, ich soll auf diese komischen beiden tollen Roboter aufpassen. Und diese Raketen sind echt fies. Gott. So. Und da sind sofort Gegner. Attacke! So. Okay, das sieht nicht sehr einladend aus hier. Wechseln wir auf die Bestien. Hi! Gott. Werfen wir mal ein paar. Oh! Hallo, ich meine. Oh, was ist denn hier los? Wieso sind hier so viele Gegner? Warum ist das so gut beschützt hier? Oh! Was wird hier versteckt? Gib mir Bestien. Also, gib mir. Was kommt da oben? Seht ihr das? Nicht nett. Nicht. Nee. Ja, ich merke das schon. Hallo, du Froschvieh. Pöck. So, euch kriege ich ja noch so kaputt. Das ist ja kein Ding. Au. Aber euch nicht. Oh Gott. Sind die denn mittlerweile... Nein, sind sie nicht. Ich wollte gerade sagen, sind die mittlerweile stark genug, die Viecher mit einem Hit zu schlagen? Aber nein, sind sie nicht. Bewerf sie halt mit Granaten. Oh Gott. Was willst du? Nein, du wirst gar nichts machen, du stirbst. Ah, oh, die werfen Bomben. Oder bin ich das? Ist das meiner? Ich habe keine Ahnung. Ach, du willst die Tür öffnen? Ja, dann mach halt. Öffne die Tür. Dann mache ich halt den hier. So. Gib mir Bowls. Gib mir Bowls. Oh, keine Munition mehr. Pirscher. Auch wenn ich nur noch einen habe. Oh Gott.
3 hab. Also ein. Ja, sehr gut. Was haben wir denn noch an tollen Waffen? Die Rasierklingen. Nennen sie einfach Rasierklingen. So, jetzt kriegst du hier voll auf den Kopf. Oh, scheiße. Ich sterbe. Nicht gut.